Das ist eine Speicherstatue. Oder auch Vogelstatue genannt. An der kann man speichern, wenn man will. Man kann auch speichern und beenden. Und man kann auch noch andere Dinge machen, aber dazu komme ich erst später. Speichern wir mal das Spiel. Hey Link, hier. Jo. Morgen, Link. Heute ist die Vogelreiterzählung. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt und sieh zu mir und drücke an A, um mit mir zu reden. Das gibt's irgendwie in jedem Zelda, also in jedem dreidimensionalen Zelda. Aber naja, machen wir das mal. Guck, guck. Genau. Durch Drücken von Z kannst du Ziele anvisieren. Kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorne zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Ich denke mal über die Kisten, ne? Wenn du auf die Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Halte A gedrückt und bewege dich, um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede übernehmen. Versuch's mal. Finde ich übrigens auch eine coole Neuerung. Man kann ab sofort rennen. Also ich werde die ganze Zeit im Spiel mehr rennen, aber es gibt eine Ausdaueranzeige, ich zeige es euch gleich nochmal. Und es ist praktisch, durch Drücken von A zu sprinten, oder? Wenn dabei deine Ausdaueranzeige leer wird, geht dir jedoch leider die Puste aus. Wenn sie beinahe leer ist, solltest du dich kurz ausruhen. Und weiter geht's. Über Lücken wie diese kannst du durch normale Bewegungen springen. Das ist der automatische Sprung. Muss man mal im realen Leben ausprobieren, ob das auch so geht. Ich springe automatisch. Hui! Automatisch klingt gut. Ach, wenn das Leben doch so einfach wäre. So, das Grüne da, seht ihr, Ausdaueranzeige. Was passiert, wenn sie leer wird? Ist Link total im Arsch. Leute, die Sprechblasen über ihren Kopf haben, haben meistens auch Quests oder haben etwas Wichtiges zu sagen. Also immer mit solchen Leuten sprechen. Aber ihr könnt ruhig auch mit anderen Leuten sprechen, die nicht sowas über den Kopf haben. Jo. Hallo Link, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet. Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gebora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Gern. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an dem Vorsprung entlanghangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Es gibt natürlich Efeu-Ranken am Gebäude, wo man hochklettern kann. Und... Ups. Ach, auf Link, hoch da. Ich vergesse auch immer irgendwie die Leiste hier. So. Oh, Ausdaueranzeige. Ja, für fast allem, was man macht, geht die runter. Aber es gibt auch Sachen, wo man sie wieder aufladen kann. Ah, Schieberätsel. Hey Link! Um auf diese
das Dach zu gelangen, reicht es nicht, wenn du durch Drücken von A sprinterst. Ach nee, sag bloß. Du hast bestimmt bereits die Holzkiste entdeckt, oder? Ich stehe genau vor dir, aber auch egal. Stell dich davor und halte A gedrückt, um sie zu verschieben. Sprinte dann durch Drücken von A auf die Kiste zu oder halte direkt davor Steuerknüppel gedrückt. Also nach vorne gedrückt, um auf sie zu klettern. Wie ich Tutorials hasse. Man weiß das alles schon aus Vorgängern, aber man wird es nochmal erklärt. Na gut, das Sprinten kennt man nicht aus Vorgängern, aber egal. Komm mal her, du. Was bist du denn? Ich hasse dieses Vieh. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse dieses Vieh. Tu nicht so süß, ich hasse dich trotzdem. So, wo bist du da? Hier, nimm es ab. Du hast die Heil zurückgebracht. Vielen Dank, Rick. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Der Tempel sieht aber ganz schön mitgenommen aus. Naja. Zelda ist sicher auch dort. Also beeil dich. Da ist wieder was im Speicher, aber... Nee. Ah, was hast du denn zu erzählen? Moin, Link. Hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelhalterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie ich? Ich repariere... Wie? Ich? Ich repariere diese Tür. So. Was? Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Na? Kann man nichts machen. Und du? Hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Ach so. Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Ah ja, wie gesagt, wäre das Leben auch so einfach. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erreichen. Verlasse dich auf die Göttin. Ich werde übrigens, falls mein Schild jemals kaputt geht, was ich mir natürlich erst noch kaufen werde, werde ich den Spielstand laden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ups. Das ist mir beim ersten Spielen auch passiert. Einfach mal so über die... drüber gerannt. Na egal. Sei vorsichtig. Zum Glück gibt's... zum Glück sind wir Ritter stets wachsam. Sollte nicht zu viel sprinten, aber man verliert ja zum Glück kein Herz. Was eigentlich euch schon längst aufgefallen sein müsste, man hat aber erfahren, 6 Herzen. Aber dafür ist das Spiel auch umso schwerer. Fast jeder Gegner hat mir ein Herz geklaut und nach 6 Treffern müsste ich dann eigentlich schon tot sein. Naja. Was ist deine Ausdauerfrucht? Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Die sind nützlich für längere Sachen, also wenn ihr solche Dinger seht... Heißt es, man muss auch länger sprinten. Also sehr wichtig. Ja, da bin ich auch nicht hoch. Sing jetzt nicht. Von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Vergiss das, ich sing diesen Text nicht. Ich kann nicht singen, das tue ich euch nicht an. Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Ja, und unsanft den Brief zugespuckt. Unsere Verabredung, hattest du sie vergessen? Sie
sie doch mal bleibt, dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines gespielt hat. Der Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Also ich denke, für mich sieht es aus wie eine Harfe. Aber ist glaub das Gleiche. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Naja. Klar doch. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, glücklich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir von Anstrengungen reden. Hör mal, Vater. Link hat in der letzten Zeit, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nur auf, nicht so auf, Linus. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du, Link und sein Vogelvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt, denn es